Hi, hier ist der Frank vom Foodblog Hamburg.de. Nachdem ich jetzt schon den ersten Take fünfmal versemmelt habe, weil ich überhaupt nicht reden kann, machen wir es heute mal richtig. Also, ich habe ja die letzten Male schon beim Okonomiyaki zum Beispiel auch gesagt, dass wir unsere Soßen selber machen wollen. Und beim Okonomiyaki, die Soße, die oben drauf kommt, die rote, die haben wir ja auch schon selber gemacht. Jetzt steht noch aus, dass wir eine Mayonnaise selber machen. Das kommt jetzt irgendwie demnächst. Aber diesmal machen wir eine Teriyaki-Soße selber. Ich habe hier schon so ein paar Sachen zusammengeräumt. Also, Teriyaki sind zwei Teile, zwei Wortteile. Das erste heißt Teri, heißt Glanz. Und das zweite heißt Yaki, kochen oder grillen. Da so ist dieses Wort entstanden. Und wir machen jetzt mal eine Teriyaki-Soße. Als erstes gebrauchen wir ein bisschen süßen Reiswein. Mirin geht auch. Die Mengen schreibe ich wieder alle auf unsere Einkaufsliste. Die habe ich sogar schon fertig. War ein bisschen schneller diesmal. Erst Einkaufsliste geschrieben und hier unten habe ich auch schon das Rezept reingeschrieben, wie es geht. Habe ich natürlich als Skript hier unten auch liegen, damit ich das nicht so schwierig habe. Wahnsinn. Das sage ich dir. Jetzt fange ich schon an und schreib vorher, nicht so wie sonst. Dann brauchen wir also Mirin oder süßen Reiswein. Den müssen wir gleich abkochen für 15 Sekunden. Dann brauchen wir eine Dark Soja Sauce, ein bisschen Stärke, Speises Sacker. Speisestärke, genau. Dann brauchen wir noch Geflügelbrühe und ich glaube, das war's schon. So, dann wollen wir mal starten. So, ich habe mir jetzt 125 Milliliter von dem süßen Reiswein hier abgemessen. Ich werde das alles hier drin machen. Das finde ich sehr praktisch. Das lasse ich jetzt einmal kurz für 10 Sekunden aufkochen. Da geht es nur darum, dass der Alkohol raus muss. Na, wir wollen ja nicht alle betrunken hinterher in der Ecke liegen, nur weil wir eine super leckere Soße verwendet haben. Gewiss und klar. So, ich habe jetzt hier 250 Milliliter Geflügelbrühe. Jetzt tun wir da nochmal 125 Sojasauce zu. Stopp. Sehr gut. Das ist echt viel, ne? Das ist echt viel, ja. So, hier habe ich mein Mirin oder wir haben süßen Reiswein genommen. Der ist hier drin zu sehen. Da. Den habe ich jetzt einmal kurz aufkochen lassen, damit der Alkohol raus ist. Den tue ich da jetzt auch noch mit zu. Ja, ein Gepansche hier, ey. Ich sag's euch. So, dann brauche ich, glaube ich, gleich mal was zum Rühren. Ich weiß noch nicht, mache ich das damit? Ich mache das mit einem normalen Löffel. Jetzt tue ich nämlich als nächstes da Zucker zu. Und zwar 125 Gramm. Noch süßer. Das macht das Glänzende nachher. 125 Gramm Zucker. Man kann auch Honig nehmen. Also wer jetzt keinen weißen Zucker benutzen möchte, kann da natürlich auch gerne Honig nehmen. Wer das gerne ein bisschen, wer sagt, ich mache das vegan, kann natürlich auch anstelle der Hühnerbrühe, könnte man auch eine Gemüsebrühe nehmen. Ich glaube aber nicht, dass das ganz so kräftig im Geschmack ist, aber wir werden das demnächst mal ausprobieren. So. Dann natürlich auch ein Anlass, weshalb ich das jetzt mache, weil unser nächstes Gericht, was wir machen, da müssen wir nämlich vorher unser Fleisch erstmal eine Runde marinieren, weil wir wollen Hühnchen-Teriyaki machen. Und da brauchen wir natürlich eine Teriyaki-Soße zu. Und ich wollte nicht wieder irgendeine gekaufte nehmen, auch wenn ich die gekauften teilweise sehr genial finde. Aber selber gemacht ist besser. Man tastet sich da halt mal so ein bisschen ran. Ne? Ja. So. Jetzt, ich habe hier so lange gerührt, damit der Zucker aufgelöst ist. Jetzt habe ich hier 17 Gramm Speisestärke drin. Da tue ich jetzt ein bisschen Wasser drauf, um das aufzulösen, um das dann hier hineinzutun, um das wieder ein bisschen dickflüssiger zu machen. So, jetzt haben wir das alles zusammengetan, bis auf die Speisestärke, die ist noch nicht da drin. Jetzt haben wir die ganzen Flüssigkeiten alle zusammen, alles schön abgemessen. In der Menge. Jetzt fehlen hier noch 250 Milliliter Wasser.
Die mache ich jetzt da gleich noch eben rein. Lässt du mich da mal kurz ran? Ja. Das war zu viel. Jawohl. So, sehr schön. Jetzt 250 Milliliter Wasser. Genau. Jetzt haben wir hier so einen Topf voll mit, sag ich mal böse sein, schwarzer Jauche. Mein Herz geht wieder aus vor Schreck. Das kochen wir jetzt auf und dann tun wir da die Stärke mit rein. Lassen das Ganze so ein bisschen kochen und warten ab, dass das dann gleich emulgiert und wieder so ein bisschen dickflüssiger wird. Wie so ein Motorenöl, so ein 20 W40 für alle, die schon mal am Auto geschraubt haben. Also es muss so ein bisschen, also nicht Wasser, ne? Das ist so, schwarzer Udel, ne? Ja, so ähnlich. So, das muss jetzt kurz aufkochen und dann melde ich mich gleich wieder. Ich rühre das aber mit einem Holzlöffel. So, jetzt ab. So, das hier wird jetzt langsam warm. Da rühre ich jetzt meine Speisestärke runter, genau. Und dann werde ich das gleich einmal kurz aufkochen, bis es so die Viskosität hat, wie ich es haben möchte. Und dann können wir das in kleine Fläschchen füllen. So, wir haben das jetzt schön gekocht. Und jetzt ist es so ein bisschen dickflüssiger. Hat halt so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, Spiegel. Also nicht mehr wasserflüssig. Ich lasse das jetzt ein bisschen abkühlen und dann kommt es in unsere Flaschen und dann ist sie fertig. Ja. Wir haben uns so kleine Flaschen besorgt. Da werde ich noch kleine Labels für basteln. Ich muss mir nur irgendwie was zum Drucken und zum Aufkleben besorgen. Und dann werde ich die noch schön labeln. Und da kommt jetzt kommt da meine Teriyaki-Soße gleich rein mit dem Trichter. Und ja, das war's dann. Der ist ja Schluss, ne? Ja, ich zeige euch die gleich nochmal, wenn so eine Flasche voll ist. So, eine haben wir noch. Das ist die fünfte. Den Rest brauche ich gleich für mein Rezept, was ich gleich kochen will. Ja, das war unser Rezept zur Teriyaki-Soße. Nur ein kurzes Video heute. Folgt aber jetzt demnächst gleich hinterher. Kochen wir nämlich jetzt Hähnchen-Teriyaki. Das kommt dann irgendwie einen Tag später. Dann sollte euch das gefallen haben, dann gebt uns einen Daumen, abonniert uns und habt ihr Fragen dazu, schreibt sie unten in die Kommentare. Genau. Unsere Einkaufsliste und das Rezept, was ich hier schon hatte, das werde ich gleich mit hochladen. Und ja, dann macht es nach. Wir wünschen euch noch einen schönen Abend und das sagen und Frank vom foodbloghamburg.de. Ciao, ciao.